Um das Thema Technik kommen wir nicht herum, Thomas. Wie gesagt, ich habe ein recht technikaffines Publikum. Ich selbst mag auch die Technik und du bist ja auch so ein bisschen aus dem IT-Umfeld. Das stimmt. Ich nehme mal an, so ganz kalt lässt sie dich auch nicht, oder? Ja, es lässt mich schon je länger, je kälter, weil irgendwie merke ich halt, dass die Technik, also eine Grundbasis an Technik muss sein, aber wenn du die mal erreicht hast, kannst du nicht mehr viel, oder nützt sie dir nicht mehr viel in der Fotografie. Womit fotografierst du? Also du hast ja hier dein, genau, deine Kamera ich mitgebracht. Ich fotografiere aktuell, ich sage bewusst aktuell, weil das kann sich ab und zu ändern, eine Olympus OMD EM10, das ist die tiefste, das tiefste Modell in der OMD-Reihe. Kleinste. Kleinste. Ich hatte schon die EM5 und die EM1 und habe jetzt die, weil die halt das kann, was ich muss und klein und leicht und günstig ist. Also je kleiner, umso besser eigentlich. Genau. Also die Größe ist sehr, sehr wichtig für die Streetfotografie, weil mit so einer Kamera werde ich eher als Tourist wahrgenommen. Mhm. Ich kann mit dem Klappdisplay auch auf Augenhöhe aus der Hüfte fotografieren und habe die volle Kontrolle. Mhm. Während ich mit einer Spiegelreflexkamera durch den Sucher gucken muss und sofort eher als Journalist wahrgenommen werde und jeder will dann wissen, wohin kommt das Bild, was, für welche Zeitung arbeitest du, und wenn ich so Kameraband, also Strap um den Hals unterwegs bin, sehe ich aus wie ein Tourist. Und dann machst du einfach das Klappdisplay? Genau, also je nachdem, wenn es auf Augenhöhe ist, dann fotografiere ich auch so oder mache ich auch mit dem Sucher, aber meistens eigentlich mit dem Klappdisplay, weil ich da auch andere Perspektiven einnehmen kann, das ist auch noch wichtig. Ich kann hier sehr kreativ die Bilder gestalten und muss mich nicht auf den Boden legen. Mhm. Mit der Spiegelreflexkamera legst du dich nicht auf den Boden. Du musst hier mit deinem Mikro aufpassen, genau. Einmal. Legst du dich nicht auf den Boden. Und mit dem Klappdisplay hast du halt alle Möglichkeiten. Kannst du von oben fotografieren. Also jeder, der das kennt, der wird es wahrscheinlich nicht mehr hergeben. Brennweiten, was hast du da? Hast du da Favoriten? 17 mm ist bei dieser Kamera umgerechnet 34, also ist Crop 2,0. Mhm. Mit der mache ich etwa 95% meiner Bilder. Ich habe die gleiche Kamera in Silber noch mit einem 45 mm Objektiv, das entspricht dann 90. Das ist dann meine Portrait-Linse, sage ich mal, für Portraits und Details. Oder wenn ich mal nicht nahe genug rankomme, nicht weil ich mich nicht traue, sondern weil es einfach geografisch nicht geht, dann muss ich eine andere Linse nehmen. Aber ich, die zwei Linsen benutze ich. Ich habe noch ein paar andere, aber die nutze ich eigentlich fast nie. Du hast ja hier ein Foto mitgebracht, mal von deiner Fototasche. Das hattest du vor kurzem auch auf Facebook gezeigt. Ist das so das kleine Besteck des Streetfotografen? Hier sieht man ja die zwei Kameras. Das ist eigentlich das große Besteck. Heute bin ich nur mit der Kamera und drei Akkus in der Hosentasche unterwegs. Und ich habe festgestellt, das reicht vollkommen. Das ist das Große, mit dem bin ich meistens auf Reisen unterwegs. Zwei Kameras mit zwei Brennweiten. Weil unterwegs wechseln geht eigentlich nicht. Weil meistens ist der Moment so kurz, bis ich da gewechselt habe, ist der Moment wieder vorbei. Dann muss ich schon wieder zurückwechseln. Also habe ich mich entschieden, zwei Kameras zuzulegen. Dann kann ich die aus der Tasche nehmen, Bild machen und wieder versorgen. Also ich habe nie zwei Kameras umgehängt. Das wirkt dann auch ein bisschen zu auffällig. Das wird gleich wieder, hat gleich wieder so einen professionellen Touch, ne? Also immer nur eine Kamera draußen haben, ist auch in gewissen Ländern ein Sicherheitsrisiko, wenn du da mit zwei Kameras rumläufst. Ich habe manchmal schon, nur schon Mühe, mit einer Kamera rumzulaufen, wenn man weiß, dass der Wert so einer Kamera... Ist schon mal was passiert? Nee, bis jetzt noch nie. Also ich wurde zwar ab und zu schon gewarnt, dass man da vorsichtig sein muss, aber es ist bis jetzt noch nie was passiert. Ja, und ansonsten eine Flasche Wasser, Flasche Wasser, ein paar Kopfschmerztabletten. Kopfschmerztabletten, nicht wegen den Prügeln, sondern weil es halt manchmal eben zu wenig Wasser getrunken oder ich weiß auch nicht zu. Ja, gerade auf Reisen neigt man ja dazu, dann eventuell mit Jetlag, Zeitverschiebung und so weiter. Das habe ich auch. Ja, also die gute alte Ibuprofen, die darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Was mich und bestimmt auch die Zuschauer auf jeden Fall interessiert, ist, wie fotografierst du? Bist du jemand, der sehr viel Wert auf Zusammenspiel, Blende, ISO, Belichtungszeit legt? Fotografierst du alles manuell? Benutzt du Automatiken? Erzähl mal so ein bisschen was. Ich nehme mal an, dass du irgendwas machst, womit es möglichst schnell geht. Genau. Auf der Straße habe ich meistens keine Zeit. Ich sehe was und ich muss auslösen. Und zwischen dem Sehen und Auslösen gibt es etwa 10 Schritte, die ich machen sollte, wenn ich manuell fokussieren oder eben fokussieren, belichten, zoomen, was weiß ich. Durch die feste Brennweite muss ich nicht zoomen. Ich habe Auto-ISO, ich habe Autofokus, ich habe sogar Gesichtserkennung, die ich manchmal nutze.
Ich fotografiere auf P. Wie Profi. Genau. Weil das halt funktioniert und weil ich damit sehr viel Zeit spare. Ich bin der Meinung, die Bilder werden nicht besser, wenn ich manuell belichten oder fokussieren würde. Ich habe zwar schon Leute getroffen, die denken, wenn ich da alles automatisch machen lasse, dann habe ich ja das Bild gar nicht selber gemacht, sondern die Kamera. Denen sage ich jeweils, das Bild mache ich, indem ich etwas sehe, also Inhalt ins Bild bringe und es komponiere. Weil in dieser Sekunde, die ich manchmal habe, oder diesen 2-3 Sekunden, muss ich mich auch noch um die Bildgestaltung kümmern. Und meistens sind die, die dann manuell alles machen, die machen dann in der Bildgestaltung weniger, weil sie keine Zeit haben. Also ich möchte alles der Kamera auslagern, weil die kann das, der vertraue ich, das finde ich auch wichtig, dass man weiß, das kann sie und das kann sie nicht, und mich voll und ganz aufs Motiv und auf die Gestaltung konzentriere. Welchen Anteil hat die Nachbearbeitung bei dir, wenn sie überhaupt einen Anteil hat? Ja, die Kamera ist leider noch nicht so gut, dass ich hier sehr viel einstellen könnte. Also wenn man hier mehr Bearbeitungsschritte, eben, man kann es nur schwarz-weiß machen, ein bisschen Kontrast, aber viel mehr kann man nicht machen. Aber wenn man da mehr machen könnte, würde ich sogar so weit gehen und sagen, ich nehme das aus der Kamera. Also wie so bei Instagram oder so kann ich halt ziemlich viel bearbeiten. Mhm. Und wenn man das mal so kann mit der Kamera, dann würde ich wahrscheinlich meinen Rechner, also jetzt nicht verkaufen, aber nicht mehr zum Bildbearbeiten nutzen. Ich sage mir jeweils, eine Minute muss ausreichen, um ein Bild bearbeiten. Wenn ich länger brauche, stimmt mit dem Bild etwas nicht. Wenn ich zu viel da rumschneiden oder drehen, oder, dann weiß ich, irgendwas stimmt nicht, also kann ich es gleich löschen. Was sind denn so typische Dinge, die du machst? Musst du noch mal ein bisschen Helligkeiten korrigieren oder also Kontraste? Grundsätzlich arbeite ich mit Lightroom. Ich mache meistens den normalen Schwarz-Weiß-Knopf, dann etwa plus 25 Kontrast, plus 10 bis 25 Zeichnung. Dann eine Vignette meistens, wenn es rauscht, also wenn die ISO relativ hoch ist, mache ich das Rauschen noch weg. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen mit der Helligkeit oder Tiefen und Höhen noch ein bisschen justieren, aber das war es, viel mehr mache ich nicht. Und also vielleicht noch beschneiden, wenn es sein muss, aber ich möchte auch nicht beschneiden müssen. Deshalb versuche ich in der Kamera möglichst viel schon richtig zu machen, dann habe ich dann auch viel mehr, also sehr viel Zeit gespart in der Nachbearbeitung. Ich finde es auch viel schöner, wenn man, also ich finde es vom Erfolgserlebnis und vom Vorgang des Fotografierens schöner, wenn ich mir ein Bild in der Kamera angucke oder wenn ich es jetzt auch von der Kamera direkt runterladen könnte aufs Smartphone und dann sage, hey, das ist ein fertiges Bild und nicht, das wird fertig, wenn ich das nochmal durch den Rechner geschickt habe. Richtig, ich habe die Kamera auch auf Schwarz-Weiß eingestellt, also das Display ist dann in Schwarz-Weiß und der Grund ist, dass ich es schon von Anfang an sehe, wie es ausschaut, weil ich fotografiere etwa 95% oder 99% in Schwarz-Weiß. Das wäre jetzt die nächste Frage. Kannst du eigentlich Farbe? Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal ein Farbfoto von dir gesehen habe. Aktuell habe ich ein farbiges drin bei Flickr, aber der Grund ist, weil meistens funktioniert für mich Farbe nicht, weil in der heutigen Welt hat es so viele Farben, die Straßen sind so bunt, es ist einfach nur Chaos. Und mit Schwarz-Weiß reduzierst du das Bild auf Formen und Emotionen und einfach die wesentlichen Dinge. Und du wirst nicht abgelenkt durch Farben. Und ich mag halt Farbe einfach nicht. Es gibt manchmal sehr selten Farbkombinationen, die zusammenpassen oder was nur sehr wenige Farben im Bild hat, so 1, 2 oder 3 Farben Maximum. Dann lasse ich es manchmal in Farbe, weil es in Schwarz-Weiß nicht funktioniert. Aber sonst muss die Fotografie für mich nicht farbig sein. Ich würde mir auch eine schwarz-weiße Kamera kaufen, wenn sie nicht so teuer wäre wie die Leica Monochrom. Ja, da gibt es ja die Leica Monochrom, die nur schwarz-weiß macht. Richtig. Hast du die mal ausprobiert? Die soll ja angeblich noch detaillierter in der Gradation sein. Ja, sie soll auch ISO-mäßig sehr gut sein, aber ich habe gehört, das Bild, das hinten rauskommt, sei sehr matschig und man muss sehr viel nachbearbeiten. Ich konnte sie noch nie ausprobieren, ich möchte sie auch nicht ausprobieren. Ich habe die M9 mal ausprobiert und ich komme mit dem manuellen Fokus nicht zurecht. Und ja, der manuelle Fokus, der kommt dir ja wahrscheinlich nicht entgegen bei deiner Art von Fotografie, oder? Nee, es ist halt wieder Zeit, die verloren geht und ich kann es einfach nicht so gut. Aber wenn man es gut kann, bin ich der Meinung, man könnte es wahrscheinlich schon so lernen, dass man es sehr schnell kann. Oder man kann auch Zonenfokus verwenden. Aber dann brauchte ich nicht so eine gute Linse, die so offenblendig ist. Also, ja. Das ist wieder ein Widerspruch. Ja, sehr interessant. Bevor wir jetzt unser kleines Interview beenden, ich habe hier noch so ein paar Leserfragen. Ich hatte auf Facebook rumgefragt, Mensch,
wenn der Thomas kommt, gibt es irgendetwas, was ihr ihn unbedingt fragen müsst? Viele waren ähnlich, vieles hat sich natürlich um das ganze Thema Recht gedreht. Das haben wir jetzt meiner Meinung nach schon ganz gut behandelt. Aber eine Frage hier, gehst du jemals ohne Kamera vor die Tür? Ja, sehr häufig sogar. Also einerseits ist mein Arbeitsweg sehr langweilig. Also ich bin mit der Bahn unterwegs, etwa 5 Stationen, und da fahre ich durch keinen größeren Bahnhof und das sieht immer gleich aus, also das ist nicht spannend. Und ich gehe viel häufiger bewusst raus und ich fotografiere auch nicht mehr so häufig, wie ich es früher mal gemacht hatte. Mhm. Ich empfehle zwar immer, nehmt die Kamera überall hin mit, vor allem wenn ihr nicht so viel Zeit habt, aber ich selber mache das eigentlich nicht. Ja. Super, da kocht er das eigene Essen. Genau. Nee, ich habe halt den Vorteil, ich kann halt sehr häufig reisen, mhm, und während den Reisen mache ich so viele, ja, Fotos, dass es halt wieder ein bisschen für eine gewisse Zeit reicht. Eine andere Frage, kann man auch Prints von deinen Bildern kaufen? Fand ich ganz interessant. Hast du da mal... Man kann sie nicht kaufen, aber man kann jedes Bild umsonst bei Flickr in Folderauflösung runterladen und man muss sich den Print halt selber erstellen. Ja, das ist aber auch eine sehr liberale Einstellung, ist oder? Ist es, ja. Weil ich bin der Meinung, die Verbreitung der Bilder ist so wahrscheinlich besser... Ist besser möglich, wenn du sie umsonst gibst. Und ich bin auch der Meinung, man kann nicht wirklich von den Bildern leben oder man kann nicht sehr viele Bilder verkaufen. Zumindest nicht mal im Bildverkauf. Nee, also wenn ich jetzt, ja, da eine Galerie machen würde oder so einen Job machen würde, ich denke nicht, dass sich das lohnt. Ja. Ich habe vielleicht schon 2-3 Bilder verkauft. Einmal für ein Buchcover von irgendeinem Roman und einmal für eine Fotozeitschrift fürs Cover. Mhm. Und Olympus kauft ab und zu mal ein Bild für einen Prospekt. Aber das ist alles. Das ist auch Privatleute. Hast du mal über ein Buchprojekt nachgedacht? Also ein eigenes kleines Bildband? Ich habe schon Bildbände gemacht bei Blurb für gewisse Reisen, also so, mhm, so Themen, einfach so einzelne Städte. Aber die sind auch nicht wirklich, die hat auch niemand gekauft. Aber vielleicht sollte man mal längerfristig so über die letzten 5 Jahre vielleicht mal ein Buch machen, so die besten Bilder. Aber auch das finde ich irgendwie... Die Leute möchten die Bilder online sehen. Oder die, mhm, meisten meiner Leute sehen sie online und ein Buch ist halt einfach meistens auch viel zu teuer. Also ich persönlich finde ein Buch ja sehr schön, alleine der Haptik wegen und so weiter. Aber wenn man bedenkt, dass Bildbände natürlich heutzutage auch schnell 50, 60, ja, Euro kosten, in der Qualität, die man sich als Fotograf natürlich auch wünscht, da hast du natürlich recht, dass der Preis nicht ohne ist. Eine Frage noch zum Abschluss. Was würdest du machen, wenn die Street-Fotografie jetzt tatsächlich verboten würde? Die Frage ist, was bedeutet ein Verbot? Also ein, ja, Verbot, also ist ja jetzt schon eigentlich verboten, oder es ist ja jetzt schon ein Graubereich, wo man nicht so recht weiß, was passiert, wenn. Aber wahrscheinlich würde sich nicht viel ändern. Es würde wahrscheinlich eh nur in Deutschland verboten. Und es gibt noch viele andere Länder, wo man ungestört fotografieren kann. Aber ich denke, es würde sich nichts ändern. Also ich denke, die Faszination, die wird sich nicht durch Gesetze ändern. Hast du das Gefühl, dass das ein deutsches Problem ist? Ich habe das Gefühl, Verbotsgeschichte. Es sei ein deutsches Problem. Also, ja, ich habe mit niemandem aus der Welt solche Diskussionen über das Gesetz, ja, wie mit deutschen Staatsbürgern. Das Gefühl habe ich auch. Also immer, wenn man Street sagt, ja, kommt sofort jemand mit dem enthobenen Zeigefinger. Genau. Also das ist... Ich bin etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es gut, sich Gedanken darüber zu machen. Man sollte das nicht alles so abtun. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass dadurch viel Freiheit genommen wird und viel Unbekümmertheit. Also dadurch entstehen viele gute Fotografien, mhm, nicht. Ja, und in 50 Jahren wird man realisieren, dass man aus der Zeit irgendwann keine Bilder mehr hat, weil, mhm, es verboten ist, Bilder zu machen von... Weil wenn wir Bilder sehen von Vivien Maier oder Bresson... Mhm. Da sieht man auch, wie das Leben damals ausgeschaut hat. Und das, ja, ja, hätte man wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn es verboten würde. Und es, mhm, würde schwieriger werden. Ja, so viel zum Schluss. Also Streetfotografie auf jeden Fall ein kontroverses Thema. Ich finde Streetfotografie super, super spannend. Thomas, ich danke dir vielmals für diese sehr kurzweilige, mhm, Unterhaltung. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch wirklich die ganze Zeit durchgehalten. Und... ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Thomas. Viel Spaß noch in Hamburg. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und dann sagen wir Tschüss.